meine Aufgabe als Materialwart ist eigentlich alles, was mit dem Inventar zu tun hat. Das heisst Material bestellen, Offerten einholen, das Ganze vergleichen, wo ist es am günstigsten, wo ist es von der Qualität her am besten. Dann muss man natürlich auch den Inventar, die Materialliste führen, dass man weiss, was haben wir überhaupt an Material haben. Und was auch noch eine grosse Aufgabe ist, ist das Material reparieren. Also wenn etwas kaputt geht, was ja eigentlich normal ist, wenn trainiert wird, dann muss es möglichst schnell geflickt werden, damit alle Teams wieder möglichst schnell weiter trainieren können. Wir haben gesamthaft 14 Hallen, da 7 verschiedene Standorte. Also es sind doch relativ viele Hallen, aber hauptsächlich bin ich hier in der BSA. Das ist unsere Homebase, da haben wir auch alles Material deponiert. Ganz viel Bälle und auch sonst irgendwelches Material, das für die Kraft drum ist. Da haben wir eigentlich alles da, darum bin ich die meiste Zeit hier in der BSA. Stand jetzt haben wir knapp 300 Bälle. Wir haben jetzt erst gerade vor kurzem noch 21 bestellt. Die haben wir natürlich überall aufgeteilt in den ganzen Hallen und haben dann überall so Gitterwege, wo wir die Material versorgt haben, mit einem Schloss dran, damit sie alle brauchen können. Und Netz sind es 8, die wir so aufgeteilt haben. Und zum Teil in der Halle hat es auch schon Netz, wo der Halle gehört. Und bei der einen Halle sind es eigentlich unsere Netze. Am meisten repariert werden muss, das hat mich auch recht genervt, muss ich sagen. Das sind die Schlösser, die wir haben bei den Gitterwegen, wo wir die Bälle versorgt haben. Die sind anfangs relativ viel kaputt gegangen, weil sie auch relativ einfach waren, um den Code zu verstellen. Darum hat man dort viel müssen, die aufbrechen. Aber jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden, dass wir überall die gleichen Schlösser haben, die man nicht mehr einfach verstellen kann. Und das funktioniert jetzt eigentlich gut. Mein schönstes Erlebnis war, als ich das erste Mal gesehen habe, dass die Trainerkästen, die ich erstellt habe, zum Einsatz gekommen sind in der Halle. Das sind so Kästen, wo Trainer oder Spielerinnen draufstehen und am Netz dann angreifen können, weil halt die Schwedenkästen, die wir früher immer gebraucht haben, entweder zu wenig hoch waren, wenn man zwei aufeinander hat, oder wenn man drei aufeinander hat, sind sie zu hoch gewesen, oder sie sind auch viel zu schmal. Da ist die Gefahr am grossen, dass die Spielerinnen sich verletzen können. Und das war echt ein cooler Moment, wo ich die zuerst mal in die Halle nehmen durfte und wo sie zuerst mal gebraucht worden sind, wo dann alle Freude daran hatten. Und auch heute werden es noch sehr viel gebraucht und alle finden es ein gutes Produkt. Darum das ist es immer wieder schön, wenn ich das gesehen habe. Am meisten würde ich mir wirklich wünschen, wenn jede Person, die etwas vom Material rausnimmt oder sonst irgendwelches Material braucht, dass auch wieder am richtigen Ort wird versorgen. Ich weiss, es ist schwierig, wenn jemand anderes etwas rausnimmt und die Nächsten an einem anderen Ort versorgen. Das ist normal. Aber wäre eigentlich am besten oder würde mir viel Arbeit erleichtern, wenn das Material wieder am richtigen Ort versorgt wird. Ich lege das Amt eigentlich nieder, weil ich mich gerne auf den Trainerjob fokussieren würde oder noch mehr fokussieren würde. Weil das doch meine grösste Leidenschaft ist, die ich hier beim BTV Aarau habe. Und darum wollte ich mehr Zeit in das investieren, statt die ganze Zeit im Material nachspringen. Das auf jeden Fall. Ja. Ich werde in Leistungssport wechseln. Ich darf dort das Damen 5 übernehmen. Das ist eine Gruppe, die im Leistungssport trainiert und werde weiterhin als Scout in MMV tätig sein und auch viel assistieren. Mein Name ist Christian Wasser, jeder Aarau bekannt als Chris. Ich komme ursprünglich von Nidwalden und wohne seit rund einem Jahr in Aarau. Meine Frau Benita ist bereits im BTV tätig und ja, aber wie gesagt, ich bin seit einem Jahr in Aarau und bin eigentlich auf der Suche nach einem Verein, wo ich mich betätigen kann. Und als ich das Inserat gesehen habe, habe ich das Gefühl, das entspricht noch etwa dem, was ich mir vorstellen kann. Da ich nicht der Volleyballer bin, sondern eher der Fußballer, aber ich denke, als Materialwart sind da nicht meine Volleyball-Skills gefragt, sondern meine handwerklichen und da fühle ich mich sicher gut.
Ich komme aus dem technischen Bereich, also Elektrobereich, und darum habe ich das Gefühl, ich kann das so ziemlich alles ein bisschen flicken und reparieren. Also ich kenne Werkzeuge, ich weiß, wie man Maschinen bedient. Von dem her denke ich, bin ich dem sehr gewachsen. Ich wünsche mir ehrliches Feedback. Das heisst, wenn ich irgendetwas zu tun habe, brauche ich eine Anweisung vielleicht das erste Mal. Und wenn ich es falsch mache oder irgendeinen Verbesserungsvorschlag herum wäre, wäre ich natürlich um ein Feedback froh. Und wie es vorher schon diskutiert worden ist, einfach, dass das Material am richtigen Ort kommt, was einem gehört, damit es da kein Durcheinander gibt und dass wir alle zusammen können unserem Job richtig nachgehen können. Sehr gern. Bitte, bitte.